Herzliches Grüß euch bei den Oldgamern mit dem Güldegrüß. Grüß Bei Schlucken wieder bei Essen und mit dem Echte. So, letztes Mal haben wir die Zeige, glaube ich, gemacht und das Groß. Jetzt gehen wir dann noch in diese Lage um. Ich fahre da mal auf inzwischen mal rein. Ich hole mir gleich mal einen Schwader. Und dann werden wir sie dann später wahrscheinlich am Feld sehen, bis ich das angekündigt habe. Kannst du schon aufhören, ich komme gleich mal nach. Jetzt werden wir das ein bisschen zusammenschneiden, dass es nicht so lang dauert. Durch ja zwei Folgen kommen. Das ist jetzt die Dienstag. Dann kommt die nächste am Donnerstag. Stimmt das? Aber ja. Ja. Aber wir brauchen für die Kühe, da tun wir Omat. Was haben wir denn? Weilchen. Das ist dann die. Welches Land ist das? Das ist dann das, oder? Ja, genau. Da ist das, ja. Genau. Das ist. Und da werden wir jetzt dann das Großmann für die Silage. So, aufgefahren du ihn hat, bis das Ding wieder mal ausgeklappt haben. Ich bin einmal am Weg auf. Und für den vorherigen Song, das könnte ein bisschen längere Folge sein. Ah, da wird auch ein Mähdrescher hergestellt. Gott sei Dank nicht ich. Gott sei Dank nicht ich. Aber geh. Er steht ja nur gerade zufällig dort. Den haben sie die oben noch nicht geholt. Den brauchen wir noch nicht. Aber zwei Höfe sind bewirtschaftet und da kommst du ins Trudeln, gell? Ja, da war Drei noch. Höfe sind wir eigentlich, oder? Drei Höfe haben wir ja eigentlich, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind. Da war noch einer. Ja, da sind noch ein paar. Bin ich da richtig? Ja. Ich sehe dich jetzt nicht, ich komme, ich verfolge dich aber. Ja, anders kann ich eh nicht fahren. Der hat sich da jetzt einen alten Fendt gekauft. Ja, genau, fahr weiter, bist du richtig. 6,15er, gell, oder? Ja. Ein Favorit oder? Ja. Ach, nicht. Ja, genau. Der beim Steirer der Innenspiegel gestört hat. So, war recht, hat er. Eieieiei. Auf der Walchen ist eng, überhaupt mit so einem kleinen Schwoder. So, da ist es für. Stickel weiter und dann ist links. Ja. Ja. Jetzt müsste da irgendwo rechts müsste jetzt die Irgendwo Wiesen sein. bin ich Jetzt da. rechts, Christian. Das müsste schon die Wiesen sein normalerweise, wo du jetzt bist. Wir haben die andere gehabt, gell? Was? Links meinst du, oder? Rechts, da ist die Wiesen von uns. Rechts. Sollte es sein. Jetzt bist du drauf. Die ganze ist die Wiesen da, da oben. Die haben Sollte wir ja die. schon. Ja, Christian, ja. Ja, das ist sie. Ja, was, ja. Ist ein, ja, ist schon gut. Da so, machen wir mal gleich Außenrunde. Das ist ja mal auszahlt. Was, ha? Na, Runde mal drum mal, ne? Ja. Also schon, ist der überhaupt gedüngt? Im Prinzip war es wurscht, aber. Ja, der ist voll gedüngt. Haha. Nagelbäume müssen wir dann rundum müssen wir dann noch später düngen, gell? Ja, aber das ist ja nicht so tragisch. Warum staubt schon wieder so? Jetzt Ah, wird. ja. Da beobachtet man da noch ein bisschen. Ja. Wenn wir einmal ein Stückchen fahren lassen nachher und dann schalte ich wieder dazu. Du nur. Diese Flugmodus. Ja, passen, dass er mich nicht niederfährt. Er ist schon scheint gespannt. Von der oben schaut er überhaupt gut aus. Ups, bisschen zu wild. Du bist jetzt dann oben auf dem Mann, gell? Ja. Dann kann ich nämlich zusammenschwadern.
Die richtigen Wiesenschlepperaffen, wo man, ha? Nicht auf mich schauen, schau auf die Wiesen. Drehst dich gleich unten wieder um, gell? Du drehst dich dann um, ja, fahr ja. Mal auf. Ich hab mir gedacht, du musst das irgendwo hinschauen, auf mich schauen oder irgendwas dir jetzt hingeschaut. Gut, man sieht sich dann wieder beim Schwodern. So, da, jetzt sind wir beim Schwodern. Ein bisschen was von da. So klein der Schwoder, aber ja. Aber die Nachbarn haben nichts Größeres gehabt, gell? Das klärt nur. Stepper, da kommen wir Schwoden zusammen. Habe die Ehre. Tio, ja. Da wird sich die Presse gefreien. Ich weiß nicht, ob wir da nicht mit 24er Polen Sachen nehmen sollten. Was? Naja, ja, das wird aber groß sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Weißt du, am anderen 8. Ja, ist ja wurscht. Fahren wir halt ja, öfters. Weißt du, wie oft das fährst mit 8? Ja, aber die andere Seite, du wirst nicht durchkommen da hinten rum. Mit dem langen. Aber die Herausforderung ist immer gut. Na gut. Wir fahren immer mit Großzeigern mal drum. Und dann hängen wir. Mit Klarzeit kann jeder durchfahren, oder? Ja. Ja, ja. No? Das Lenkrad hängen geblieben. Oder ich mit den Übung, eins von beiden. Der Steirer ist leise. Das ist kein Brüller. Na? Der hat schon die neue Flüstertechnik. So, da oben schon war dann. Disse? Ja, geht schon. Auf dich bin ich neugierig, was da rauskommt. Frage ich dir ehrlich. Da haben wir wieder die Bullen gestapelt haben. Ja, das haben wir nicht. Haben wir nicht das letzte Mal sogar was in Silo reingeführt? Groß. Wenn nicht, dann mal nur ein paar Bohlen machen, da fahren so andere Firmen mit den Ladewagen wieder ins Silo rein. Mhm. Ich glaube, wir haben was reingeführt, gell? In den Rest, der was nicht reingegangen ist von Grünen. Von Groß. Was der hinten in deinem Vorsilo? Sicher hast du ihn ja niedergeführt. Ja. Weiß ich, Lagebohlen haben wir gedacht, machen wir es, die Kia. Da weiß man was nachher. Unfall. Ich hab nicht gerechnet, dass du jetzt zurückfährst. Schau, mich schiebt's weg. Was tust du? Ja, wegen schrägen. Hast du nicht auf, du hast ja nicht aufgekommen. Das ist klar, Christian. Person umdrehen und solche Dinge musst du aufheben. Das ist logisch. Das ist logisch, dass du dann weggeschiebt. Ein Rand wird dann noch eine Schwodern einmal. Ja, das wird am gescheitersten sein. Ganz gleich fertig machen. Ja. Bin gleich fertig. Mhm. Na, dann sehen wir sie noch beim Pressen.
Ich bin am Weg auf, ja. Na, Dauert passt. aber noch. Habe Tiere, da kommen wir bald raus. Naja, dann. Dann schön ist. Genug. Da kommen wir bald raus. Ich will aber noch der Aromate einmal pressen. Im Flachland, auf gut Deutsch. Das wird schon zu viel sein, glaube ich einmal. Haben wir uns jetzt Ja, entschlossen? wenn man achte, wenn man nicht mehr. Wir werden die 8 einmal. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 habe ich jetzt schon, Christian. Ja. Und ich habe nicht einmal noch das erobere Ding da, oder, gell? Der Wahnsinn. Ich würde eigentlich weiterfahren werden, wickeln, aber die Presse muss ja mal heraus tun. Jetzt haben wir die Fassbälle gewendet, gell? Ja, der was durchgehen vor, ja? Ja, weil es ist einmal was Schönes, was anderes hat dann haben, oder? Wie heißt so schön, der Nationalstolz ist einmal wichtig. Das draußen ist, kann man eh nachher weiterfahren. Ich muss nur warten, bis hinten rein schmeißt sie, weißt du? Dann fahr ich auf, ja. Da bockt das. Uha! Der blockt sich ganz schön in Auffa. Das mit seinen 165 PS. Bist du da? Ah, ist er schon da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter, wo wickelt denn die? Du ein kleiner Bugfüller halt, ha? Ja, jetzt aber noch immer noch ein kleiner Buchfehler. Na? Da bist du ja einen großen Bugfüller, ha, wenn man die Ballen mitnimmt. Jetzt ist es weg. Wickelt sie irgendwo hinten, ha? Hast du das gesehen? Ja. Ich bin Ballen nur mit aufgenommen und jetzt hat sie hinten weitergewickelt. Komische Angelegenheit. Wo jetzt der Ball hinkommen ist, weiß ich nicht. Ha? Gut liegt das. Ja, liegt der? Oh ja, angelegt ist er richtig geworden, das habe ich gesehen. Fünfe, sechse. Was? Wie viel brauchst du denn noch? Zwei? Zwei. Ja. So, dann lege ich da da noch. Und den anderen vorher geht es etwas auf für aus. Na bravo. Na bravo. Geht aber, geht's gut zum Einsammeln mit denen? Ja. So, wenn wir es zukloppen. Ja, dann werden wir das nächste Mal ein bisschen weiter und dann mit großer Laschen. So, aber wir haben es schon wieder mal geschafft. Mit das mal so mal viert euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, lasst dann Like da. Abo kostet nichts, der dann rein. Und wir fahren einmal auf den Hof zurück. Und wir sehen uns dann am Donnerstag. Dankeschön fürs Zuschauen. Viert euch Gott. Tschüss. Tschüss, Baba.